Ich bin hier jetzt auf der IFA in der International Hall. Ja, das heißt nichts weiter, als dass hier sehr viele kleine Hersteller sind, überwiegend aus dem asiatischen Raum, die hier ihre neuesten Erfindungen präsentieren. Teilweise nützlich, teilweise auch ein bisschen skurril. Faszinierend, was mit Robotertechnik heute alles möglich ist. Tozy, der Disco-Robo. Da spart man sich in der Disco den Antanzer. Oder wie darf ich das verstehen? Nicht mal mehr zeichnen muss man heutzutage selber. Das macht der Bruder vom Disco-Robo, nämlich der Scat-Robo. Ein Fensterputzroboter, davon habe ich schon immer geträumt. Gibt ihn in einer Variante, der von beiden Seiten putzt und in einer, der nur von einer Seite aus putzt. Eine transportable elektronische Massagematte. Nicht schlecht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich der meinen Rücken anvertrauen würde. Darf ich vorstellen, Claudia, der Cloud Multimedia Player, ist offenbar dazu geeignet, Medien aus dem Web und aus dem Netzwerk abzuspielen. Für den nächsten Survival-Urlaub das passende Notebook. Sieht relativ unzerstörbar aus. Dass das Display jetzt so stark spiegelt, macht es allerdings nicht wirklich zu einem guten Outdoor-Gerät. Außerdem das Betriebssystem nicht ganz aktuell, hier noch Windows XP im Einsatz. Wer auf der IFA auf der Suche nach Anschluss ist, der wird hier fündig. LED-Taschenlampen müssen ja nicht im Mausgrau oder Anthrazit-Schwarz daherkommen, sondern auch in einem frischen Orange oder Babyblau. Hier die neueste Kühlschrank-Kollektion von der allseits bekannten Firma Bira. Allerdings leider ohne Inhalt. Ist das Retro-Stil oder hat man hier die Zeichen der Zeit nicht erkannt? Das weiß ich nicht. Es handelt sich jedenfalls um einen 7-Zoll Bildtelefon für Internettelefonie, allerdings nur mit VGA-Auflösung. Das ist jetzt nicht der letzte Stand.